Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz besonderes Video, auf das ich mich sehr freue persönlich, denn endlich kann ich euch meine unverschönte Meinung zu dieser Marke nennen. Ihr habt es im Titel schon gelesen, es geht heute um Charlotte Tilbury und ich habe seit ungefähr 3 Wochen alle außer ein Produkt getestet. Ihr wisst, ich teste Sachen gerne etwas länger, die mehr als Essence kosten, einfach um euch ein besseres Feedback zu geben und investigativen Make-up-Journalismus zu betreiben. Deswegen schminken wir heute ein fast Full-Face Charlotte Tilbury mit meiner unverschönten Wahrheit, also unverschönten, you know, was ich sagen möchte. Es wird spannend. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Und es geht auch gleich los. Wir verlieren heute nicht viel Zeit, denn ich möchte heute sehr, sehr viel über die einzelnen Produkte reden. Ihr wisst, normalerweise haben wir hier zu, ich würde 70% Drogerie sagen. Und ab und zu gibt es natürlich dann auch diese High-End-Videos, vor allen Dingen im Zuge der Full-Face-Only-Reihe, die ich dieses Jahr ja neuerdings wieder aufleben lasse habe. Letztes Jahr war das schon ein ganzer Erfolg und dieses Jahr möchte ich daran anknüpfen. Produkte ändern sich, es kommen neue Produkte raus, weshalb ich dieses Video jetzt dann auch starte. Letztes Jahr hatte ich noch nicht die Möglichkeiten, Marken wie Charlotte Tilbury oder Fenty oder Gucci für euch zu besorgen und zu kaufen und euch dann vorzustellen. Dieses Jahr habe ich die Möglichkeit und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Also auch an der Stelle ein großes Danke an die Firmen, ein großes Danke an euch, dass ihr mich dabei unterstützt. Und so ist das so ein kleines Geben und Nehmen. Ich besorge die Sachen für euch, ich zeige sie euch und ihr könnt dann selber entscheiden, welche Produkte ihr haben wollt oder nicht. Denn ich kriege ganz, ganz oft die Nachricht, dass es euch sehr wichtig ist, was ich zu den Produkten sage. Denn ganz ehrlich, mir ist es am Ende egal, ob ich von einer PR-Liste geflogen bin oder nicht. Dann kaufe ich die Sachen halt selber. Ich habe die Sachen freundlicherweise von Charlotte Tilbury zur Verfügung gestellt bekommen. Was aber nicht heißt, dass ich euch jetzt hier sage, das ist alles gut. Denn es sind Sachen dabei, die sind einfach völlig nicht nach meinem Geschmack. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute da seid und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ganz, ganz viele haben das schon gemacht nach dem letzten Video. Vielen Dank, falls ihr es noch nicht gemacht habt und keine weiteren Videos aus der Full-Face-Reihe verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben als nächstes Fenty Beauty und Rival de Loop. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, einmal hier das Glöckchen für mich drücken, Freunde. Das wäre ein Fest. Und bei Instagram vorbeischauen, da habe ich nämlich eine richtig neue, coole Fotoreihe gemacht. Und ich raste im Moment ziemlich oft bei Instagram aus. Nicht auf die negative Art und Weise. Freunde, okay. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Papa hat hier wieder einen schönen Haarschnitt. Und jetzt geht es los. Ihr kennt Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury ist extrem teuer. Manche Sachen sind teurer als gedacht und manche Sachen sind nicht so teuer wie gedacht. Ich sag's gerne nochmal am Anfang, während ich mich eincreme, damit wir nicht so viel Zeit verpassen, mit der Magic Cream. Die ist jetzt fast leer. Das war die Reisegröße. Die ist aktuell leider ausverkauft bei Sephora. Aber ich verlinke euch die große Größe, denn ich habe mir die kleine Größe gekauft selber, um einfach zu schauen, lohnt sich das, so viel Geld für eine Creme auszugeben? Und die Antwort ist ja. Also das ist ein Produkt, wo ich euch sagen kann, okay, go for it. Es gibt 2 Größen, einmal 30 und einmal 60 Milliliter, glaube ich. Ich verlinke euch beide einmal unten. Nehmt die kleine, vielleicht ist bis heute Abend die kleine auch wieder da. Oder schaut mal im Sephora vorbei und kauft euch die kleine. Also, wo war ich stehen geblieben? Es ging um die Preise tatsächlich. Einige Sachen sind halt, ich habe eben so ein bisschen recherchiert, so exorbitant teuer, was für mich auf den ersten Eindruck nicht ganz so nachvollziehbar ist, beziehungsweise auch teilweise auf den zweiten Eindruck. Wir haben hier eine Palette für 50 Euro mit 4 Farben und davon ist eine matt. Deswegen probiert das so ein bisschen zu verstehen. Für manche ist 20 Euro sehr viel Geld, für manche ist 20 Euro völlig in Ordnung für ein Make-up-Produkt. Weswegen ich probiere, so vorsichtig es geht, mit euch darüber zu reden. Aber ich will euch nur noch mal in Erinnerung rufen. Vor 2 Jahren habe ich mir eine Foundation für 1,29 Euro gekauft. Es ging nichts anderes und das war für mich teuer. Also ich weiß, wie das ist, wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat für Make-up. Und das, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand von euch schlecht fühlt, weil er sich aktuell vielleicht gerade nicht diese Marke leisten kann. Und es gibt aktuell einfach Wichtigeres als eine Lidschattenpalette für 50 Euro. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber trotzdem machen wir mit dem Content hier weiter und ich freue mich, dass ihr da seid. Die Magic Cream ist eine der schönsten Produkte, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe. Sie ist ultra teuer, aber für das, was sie tut, sehr, sehr gut. Am Freitag seht ihr ein Video, wo ich die Charlotte Tilbury Cream mit dem Milk Moisturizer, ein bisschen La Mer und einer
so günstigen Alternative zeige. Die kostet 1,29 Euro für 100 Milliliter. Also, das solltet ihr nicht verpassen. Es geht weiter mit dem Hollywood Flawless Filter. Das ist für so ein Superstar Youth Glow. Mehr will ich in meinem Leben nicht. Hier sind 30 Milliliter drin. Und das Ganze gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe die Farbe 4. Mir wurden die Farben zufällig zugeschickt und sie passen perfekt. Das kommt hier mit so einem, ja, das ist wie so ein Concealer-Füßchen. Und man kann sich den entweder auf die höchsten Punkte im Gesicht setzen oder all over. Freunde, wo sind wir hier? Exactly. Wir sind bei mir. Heißt also, ich gebe mir dieses Produkt über mein komplettes Gesicht. 3 Wochen benutze ich das jetzt. Ich sehe noch keine Veränderung hier in der Flasche. Also es sieht jetzt nicht leerer aus oder so. Und als ich euch die Produkte schon mal hier bei YouTube gezeigt habe, haben mir viele geschrieben, dass das eine der besten Investitionen überhaupt waren. Genauso wie die Foundation. Da kommen wir gleich zu. Das Schöne ist, ihr braucht nicht viel Produkt. Das hier ist eigentlich schon viel zu viel für den alltäglichen Gebrauch. Aber ihr kennt mich. Es gibt bei mir keinen alltäglichen Gebrauch in Glow. Und ich arbeite mir den gerne mit dem Pinsel ein. Also das ist, ihr seht es sofort, es hat so eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Im Prinzip, wenn ihr auf Ultra Glow steht oder eure Haut sehr, sehr trocken ist, könntet ihr das tragen ohne Foundation. Also ihr seht, die Haut wird so perfektioniert. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, aber ihr seht, dass dieser Glow ist einfach überall. Er ist nicht, also er ist schon intensiv, aber er ist nicht, wo ich denke so, okay, ich sehe speckig aus, sondern das sieht einfach aus, als wäre ich Kylie Jenner und Kendall Jenner und wir hätten den ganzen Tag nur Wasser getrunken und würden teure Pflegeprodukte benutzen. Dieses Produkt benutze ich aktuell auch als Primer jeden Tag. Das ist ein Produkt, ich sage es einfach jetzt zu jedem Produkt schon gleich mit ab. Das ist ein Produkt, wo ich sagen kann, okay, das, wenn ihr euch sowas leisten möchtet, go for it. Nehmt lieber eine Farbe zu hell als zu dunkel. Die Farbe spielt nicht so eine wichtige Rolle. Es hat keine richtige Deckkraft. Es ist ganz schwierig, aber so leicht. Und durch diesen Schein sieht das Ganze perfektioniert aus. Ich liebe, liebe, liebe das Produkt. Und im Vergleich zu anderen Produkten ist das nicht so teuer. Denn da ist viel drin, aber ihr braucht nicht so viel wie bei einer Foundation. Super spannend. Was für eine Überleitung, Maxim. Es geht zur Foundation und da habe ich hier die Airbrush Flawless Foundation. Ich hatte euch neulich schon mal gesagt, dass es verschiedene Arten gibt bei ihr. Wir haben einmal diesen Hollywood Flawless Filter, wir haben die Airbrush Flawless Foundation und dann gibt es noch etwas, was so ein bisschen zusammen ist. Ihr könnt euch das in eine Foundation mit reinmischen, ihr könnt das drunter geben, ihr könnt das über die Foundation geben. Packaging sehr hochwertig, es ist Glas, wir haben so eine Rose-Gold-Verpackung. Ich glaube, ihr könnt, ja doch, ihr könnt das ungefähr sehen. Also das Packaging ist schon sehr, sehr hochwertig. Ganz ehrlich, das erwarte ich aber auch, wenn ich meine Niere für eine Foundation bezahlt habe. Ich probiere jetzt objektiv zu sein mit euch, weil es ist super, super schwierig und man begibt sich da auf sehr, sehr dünnem Eis. Deswegen hoffe ich, das kommt alles nicht doof rüber. Ich habe die Foundation in der Farbe 6 und ihr habt gesehen, ich habe einen Pumpstoß auf meiner Hand und das reicht. Also seitdem ich die Produkte habe, ist es bei mir ganz spannend, denn ihr seht, ich arbeite mittlerweile mit einem Pinsel. Diese Foundation wird, je mehr ihr benutzt, desto weniger schön sieht sie aus. Und das ist eine tolle Sache eigentlich. Denn ich habe 40, 42 Euro für diese Foundation ausgegeben und sie zwingt mich dazu, wenig zu benutzen. Normalerweise macht es wirtschaftlich für ein Unternehmen Sinn, ein Produkt rauszubringen, was die Leute sehr, 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 sehr regelmäßig und oft nachkaufen müssen. Klar, irgendwann ist die Foundation auch leer. Aber ich habe einen Pumpstoß gebraucht und mit dieser Foundation komme ich locker ein Jahr aus, wenn ich sie so benutze wie ein normaler Make-up-tragender Mensch. Ich schminke mich 3-mal am Tag teilweise, deswegen wird das bei mir nicht so lange halten. Für den Preis völlig in Ordnung. Ihr wisst mittlerweile, warum bin ich so vorsichtig? Ich will halt niemanden irgendwie verärgern oder so. Ihr seht, ich komme mit der Foundation komplett eine halbe Gesichtsseite aus und ich hole euch jetzt ein Stückchen näher ran. Gebt mir das auch gleich direkt unter meine Augen. Und was super, super schön ist, ist das unter den Augen. Vielleicht mischen wir es noch so ein bisschen rein und toppen das hier nochmal so ein bisschen und blenden das hier aus. Ihr seht, also man kann das perfekt layern, übereinander tragen, untereinander tragen. Ich trage es gerne erst runter und dann an den höchsten Punkten in meinem Gesicht nochmal so ein bisschen auf. Das zersetzt nicht das Produkt, was ihr drunter habt, sehr, 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 sehr weich aus. Und ihr könnt sehen, also ich habe es jetzt noch nicht gesettet, Deckkraft ist auf jeden Fall da.
Wundervolles Produkt. Die Farbauswahl ist gut. Ich habe jetzt die Farbe 6. Ich verlinke euch eine Webseite, Foundation. Ich habe das letzte Mal schon gemacht. Dort könnt ihr Foundations, die ihr schon habt, eingeben, die Farbe. Und die App oder das Programm gibt euch die passendste Farbe von einer anderen Marke vor. Super tolles Produkt. Ich habe das auch gemacht, als sie mich gefragt haben, welche Foundation sie mir schicken sollen. Und ihr seht, Color Match ist da. Ich kann hier immer noch weiter ausblenden. Die sieht, finde ich, mit einem Pinsel sehr, sehr schön aus. Man darf halt nicht vergessen, Charlotte Tilbury ist halt Make-up-Artistin und sie arbeiten viel mit Pinseln bei ihren Klienten. So ein bisschen zur Brand, während ich meine Foundation nochmal so mit einem Schwamm ein bisschen einarbeite, was eigentlich unnötig ist, aber ich mache es einfach fürs Gefühl. Die Brand ist eher so ein bisschen oder wirkt für mich so ein bisschen eher für die Haut ab 25. Ich glaube, darunter ist es auch schwierig, finanziell eine Foundation für 50 Euro zu kaufen. Was das aber implementiert ist, dass es produkttechnisch so gut funktioniert, dass es selbst in kleinen Fältchen oder so keine Probleme macht oder das Ganze etwas gleichmäßiger macht. Es ist sehr viel Glow, es wird sehr viel mit Licht gespielt. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ihr werdet sehen, ich habe in den Full-Face-Videos nicht ganz Full-Face-Produkte, weil, wisst ihr, ich brauche keine Mascara, die ich für 60 Euro kaufe, die ich einmal benutze. Und deswegen verzeiht mir, dass ich keine Mascara oder Augenbrauenprodukte habe. Ich glaube aber auch, dass das keine Produkte sind, wo ihr jetzt sagen werdet, oh Mann, ich wollte mir aber unbedingt das Augenbrauenbürstchen für 60 Euro angucken. Deswegen, ich habe probiert, das so ein bisschen anzupassen und zu schauen, was sind die Highlight-Produkte und die habe ich dann besorgt. Ein Concealer wollte ich besorgen. Ich hatte aber so viel Angst vor der Farbe, dass ich es einfach nicht gemacht habe. Deswegen, also im Prinzip, ich bräuchte kaum noch Concealer. Ich mache trotzdem ein bisschen was. Wirklich nur minimal, denn wir wollen dieses Charlotte Tilbury Face so ein bisschen erreichen. Erreiche ich am besten, glaube ich, wenn ich einfach so wenig Produkt wie es geht benutze. Ich verlinke euch selbstverständlich alle Produkte unten einmal in der Infobox, die es aktuell gibt. Ich glaube, es gibt alles außer die Magic Cream in der ganz, ganz kleinen Größe. Das finde ich immer. Ich finde das immer so super ärgerlich, wenn ich dann die Produkte raussuche, euch gesagt habe, ich verlinke sie euch und dann gibt es sie nicht mehr. Ihr könnt bei Sephora beispielsweise auf Reservieren drücken und dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn das Produkt wieder verfügbar ist und dann könnt ihr euch das kaufen. So, die Base gefällt mir sehr gut. Es ist sehr leuchtend, es ist sehr frisch. Also ich habe sie jetzt nicht gesettet, die Base, und ihr seht, es ist alles sehr luminous. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich muss das Ganze trotzdem setten. Und das ist jetzt klar, was für ein Produkt kommt. Das ist das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Ich glaube, das spricht für sich, wenn jemand, der regelmäßig Make-up-Videos dreht, ein Produkt leer macht. Hier sind 8 Gramm Produkt drin. Auch hier recht teuer, aber es lohnt sich. Also, ich war mit Kati in Hamburg und wir haben uns bei Sephora mal ein paar Sachen angeguckt und ich dachte, okay, ich nehme es jetzt einfach mit. Es gibt 3 Farben, ich sette das Ganze so ein bisschen unter meinen Augen. Ich würde immer die hellste nehmen, also es sei denn, ihr seid wirklich dunkler. Bei mir, die hellste ist gut, die andere war mir ein bisschen zu dunkel, aber ich sette einmal hier ganz kurz die eine halbe Seite, sodass ihr schon mal sehen könnt, was dieses Produkt macht. Also es settet, aber ohne diese Lebendigkeit im Gesicht wegzunehmen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber einige von euch hatten sich das schon nachgekauft und hatten mir gesagt, das ist das schönste Puder, was es gibt. Ich habe noch ein anderes Puder gefunden, das ist aber noch teurer und es ist extrem parfümiert. Deswegen, ich würde immer das bevorzugen. Und ihr seht, die Haut sieht immer noch aus wie Haut. Sie ist mattiert, sie ist gesettet, aber sie ist nicht ertrocknet, ausgetrocknet. Und auch hier reicht es eigentlich, das musste ich so ein bisschen lernen, es reicht hier wenig Produkt zu nehmen. Ich bin am Anfang, weswegen auch das so verbraucht ist, mit dem Schwamm hier rein und habe dann gesettet. Das funktioniert auch, nur verbraucht ihr damit wesentlich mehr Produkt, was unnötig ist, weil es wird dadurch nicht besser. Es reicht auch, wenn ihr einfach mit so einem Puderpinsel über euer Gesicht geht. Auch das ist ein tolles Produkt. Ich glaube, diese Skin-Produkte sind schon für mich eher etwas, wo ich sage, okay, das lohnt sich wirklich. Das sind Produkte, die könnt ihr euch kaufen, da werdet ihr euch freuen. Eine Lidschattenpalette beispielsweise, auch wenn sie jetzt gleich gut sein wird, ich habe sie noch nicht getestet, wird nie so sehr den Zweck erfüllen wie eine Foundation, weil, also bei mir persönlich,
ich möchte eine Lidschattenpalette in Blau nicht jeden Tag benutzen. In Nude vielleicht, aber diese Pillow Talk Lidschattenpalette kostet 75 Euro und für 75 Euro, Freunde, kann ich richtig dick essen gehen und mir dann eine andere Nude-Palette kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist immer so ein bisschen, man muss das Gleichgewicht finden. Okay, Base sieht wunderschön aus. Wir kommen zu einem Produkt, wo ich gespannt auf eure Meinung bin. Und das ist die Filmstar Bronze in Glow Palette. Das ist einmal diese Schätzchen hier. Wir haben hier ein, ich weiß nicht, ob es ein Bronzer oder ein Contouring ist. Das ist recht kühl, aber das hat Schimmer mit drin. Und das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel und gehe rein und dann trage ich es auf. Auch hier braucht man recht wenig und ich platziere mir das hier hin und konturiere so ein bisschen mein Gesicht. Es hat eine sehr gute Farbabgabe. Die Farbe ist an sich auch sehr schön. Allerdings stört mich so ein bisschen dieser Glow-Anteil da drin. Der ist nicht groß, aber ich möchte kein Schimmer in meinem Contouring-Produkt haben, weil es wirkt dann schnell unordentlich. Wenn man wenig benutzt, und auch hier, weniger ist mehr. Es ist für mich sehr, ihr kennt mich, es ist für mich fast unmöglich, weniger Produkt zu benutzen. Aber weniger ist mehr. Einfach so ganz leicht dabben und ein bisschen hochwischen und sehe ich schon 20 Jahre jünger aus? Okay, das wäre nicht schön. Was ich mir vorstellen kann, was man damit sehr gut machen kann, ist, das so ein bisschen als Topper über einen Bronzer zu geben, dass es ein bisschen kühler wird. Dann habt ihr einen kleinen Glow oder als Contouring-Produkt, wenn ihr halt wirklich für diesen ultra-glowy-Look geht. Ich vermute, dass der Glow einfach drin ist, damit Haut, die schon ein bisschen mehr Falten hat, etwas weich gezeichneter aussieht und das Ganze so ein bisschen diffust. Ich habe jetzt hier keine Falten an meinen Wangen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Ganze für reifere Haut sehr gut funktioniert. Frage ist, muss ich für diese Palette, Achtung, die kostet 64 Euro, Freunde. Das ist extrem viel Geld für, hier sind 16 Gramm drin, aber es ist trotzdem extrem viel Geld. Und da frage ich mich, brauche ich das? Bei der Foundation, okay. Hierfür, meine Meinung, geh was essen. Und dann kaufst du dir bei Essence das Ding hier. Ist ein schönes Produkt, aber es ist, finde ich, den Preis, also es ist nicht nötig. Es ist ehrlich gesagt einfach nicht nötig. Hier ist ein Highlighter drin. Auch den benutzen wir gleich. Ich möchte vorher aber noch so ein bisschen Blush und Bronzer aufgeben. Und das ist der Cheek-to-Cheek Swish and Pop Blusher in der Farbe The Climax. Das Schätzchen sieht einmal so aus. Und das ist ein ganz spannendes Produkt, denn es sieht recht dunkel aus. Ist es aber nicht. Ihr könnt entweder in die Mitte gehen, dann habt ihr hier einfach so einen schönen zarten Roséton. Oder ihr geht außen hin und habt so einen leichten Bronzer. Ich mische beides jetzt und platziere mir das hier oben rauf. Und das ist so eine Mischung aus Blush und Bronzer. Also etwas, was ich sehr gerne mag. Ihr seht, es hat das Gesicht sofort aufgewärmt. Es hat auch einen ganz feinen Schimmer drin, aber nicht zu doll. Also die Haut sieht immer noch extrem frisch aus. Schönes Produkt. Die anderen kann ich mir auch gut vorstellen. Die hat eine sehr gute Farbabgabe. Also ihr seht, ich gehe hier einmal kurz lang und habe sofort einen Effekt im Gesicht. Sehr schönes Produkt. Auch das ist etwas auf der teureren Seite. Ich gehe auch hier gleich so ein bisschen lang. Ich mag es gerne, diesen All-Over-Glow zu haben. Diesen All-Over-Sun-Kissed-Glow. Schön. Also da kann ich nichts zu sagen, außer, okay, ist ein Blush. Schön. Ich habe jetzt noch mal kurz mein Lid gesettet und schreibt mir gerne mal jetzt in die Kommentare, wie ihr das Make-up findet. Das ist glowy, das ist schön. Kriegen wir das mit günstigeren Produkten hin? Eventuell war es einfach definitiv. Also ich habe jetzt nicht viel Kraft oder Energie aufgebracht, um diesen Look zu erzeugen. Ich nehme jetzt auch die Highlighter-Farbe und die ist krass. Die ist, ich trage es einmal auf für euch, sehr leuchtend, aber ohne Glitzerpartikel. Das ist so dieser typische Highlighter, den ganz viele gerne mögen. Dieses Wet ohne Glitzer. Ich liebe es, wie entspannt ich heute bin und nicht so aufgeregt, weil ich die Produkte einfach schon getestet habe und euch so ein bisschen was dazu erzählen kann. Das ist das Schöne. Ich hoffe, dass den meisten von euch gefällt das, ja, wenn ich die Produkte wirklich ausgiebig teste. Schönes Produkt, schöner Effekt auf der Haut. Immer noch sehr teuer. Ich mache einmal ganz kurz die Augenbrauen. Da habe ich jetzt auch nichts von Charlotte, weil da tut auch das Ding von Essence. Und wie gesagt, ich habe so viele Augenbrauenprodukte. Nehmt es mir nicht krumm, wenn ich jetzt nicht ein ganzes Full-Full-Face habe.
So, die Augenbrauen sind einmal drauf. Ich bin nur ganz leicht so ein bisschen durchgegangen. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt. Da werden sich die Geister scheiden. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Ich habe eine Farbe nur mal so ein bisschen auf dem Auge getragen. Schönes Produkt. 50 Euro. Freunde, es sind diese kleinen Lidschattenpaletten. Ich habe jetzt die blaue zugeschickt bekommen, weswegen ich mich auch heute hier so ein bisschen farblich angepasst habe. Hier sind vier Farben mit drin, Nettogewicht 5 Gramm insgesamt, also pro Produkt 1, irgendwas Gramm. Ist eine akzeptable Menge für einen Lidschatten, aber sehr, sehr teuer. Zumal in der Palette jetzt sind 3 Schimmertöne mit drin. Das ist eine sehr, sehr spannende Farbe, die ich so noch nicht kenne. Das ist eine Farbe, die werdet ihr wahrscheinlich, also die anderen 3 Farben werdet ihr wahrscheinlich irgendwo anders auch kriegen. Ich weiß nicht, wie die auf dem Auge performen. Und ich überlege jetzt, ob ich diesen Nude-Look jetzt so ein bisschen zunichte mache oder ob wir blau gehen. Ich glaube, wir gehen blau. Wir sind alle für blau hier, Freunde. Und ich nehme mir jetzt einen sehr, sehr kleinen Pinsel und gehe in das dunkle Blau. Das ist die Farbe Smoke Ombre. Ach so. Das war französisch. Das ist Smoke. Also das ist die Farbe zum Aussmoken. Auch sehr benutzerfreundlich. Ich habe da so ein bisschen festgestellt, dass Charlotte Tilbury sehr, sehr einfach arbeitet. Also no shade. Ich glaube, dass das für Leute ist, die ein bisschen mehr Geld haben, sich aber noch nicht so gut mit Make-up auskennen. Also das ist so ein Beispiel. Die anderen Sachen werden sich auch andere Leute kaufen. Aber so eine Lidschattenpalette, ich glaube, wenn sich jemand sehr intensiv mit Make-up auseinandersetzt, der kauft dann keine Lidschattenpalette für 50 Euro und sagt, okay. Also ich probiere mir die Farbe so ein bisschen auf mein Lid komplett zu packen und hoffen, dass ich keinen Fallout habe. Bis jetzt aber nicht. Ich bin sehr, sehr vorsichtig auch gerade. Es gibt das Ganze nochmal in rosa, in Nude-Tönen und in grün. Ich habe jetzt das blaue hier. Finde ich schön. Ich mag blaue Lidschatten. Sind meine liebsten Lidschatten, weil sie einfach sehr, sehr schwierig sind zu machen. Und wenn jemand das hingekriegt hat, einen guten blauen Lidschatten zu machen, also der hat auch ein bisschen Kickback in der Palette, aber nicht so doll, dann ist das schon eine Meisterleistung. So eine Nude-Farbe kriegt jeder irgendwie hin. Was ich ganz spannend finde, ist, dass sie hinten drauf geschrieben hat, Prime, Enhance, Pop und Smoke. Also hiermit soll ich mein Lid prime, aber das ist ein Schimmerton. Ich swatche ihn euch kurz. Also damit gehe ich doch nicht über mein komplettes Lid und prepare das. Das ist vielleicht für jemanden, der so einen artistischen Look machen möchte, eine schöne Sache. Aber für jemanden, der im Alltag ist, ich würde mich doch unterstehen, nur mit Schimmerprodukten zu arbeiten auf dem Lid. Ich konnte mir die Farbe sehr schön aufbauen, muss ich sagen. Ich nehme mir jetzt einen fluffigen Pinsel, gehe nochmal ganz leicht rein und fange jetzt an, die Farbe auszublenden. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten hier in der Palette. Ich hätte gerne eine matte Farbe noch. Also hier wäre schön gewesen, wenn das irgendwie so ein mattes Braun gewesen wäre oder so. Nicht so ein schimmriges Braun. Das ist auch sehr schön und man kann sie dann so ein bisschen vielseitiger einsetzen. Einfach so einen Schimmerton aufs Lid und vielleicht den Bronzer rein, so wie ich es aktuell ganz gerne mache. Da blutet mir so ein bisschen das Herz, ehrlich gesagt. Das Ganze hat funktioniert. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber und gleiche das so ein bisschen an. Schön. Ich mache das Ganze auch an meinem unteren Wimpernkranz. Ich gehe jetzt einfach mit demselben Pinsel hier unten hin, weil das Ganze ja doch schon sehr, sehr intensiv ist. Es ist ein krasses Blau. Ich bin ehrlich mit euch. Es ist ein schönes Blau. Geht so ganz leicht in diese kühlere Graublau-Richtung. Aber ist schon ein Look. Also das ist ein Statement-Auge einfach. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in dieses schimmernde Blau. Und das ist eine sehr, sehr spannende Farbe. Also so eine Farbe habe ich selber noch nie gesehen. Ist eher so in die Topper-Richtung und damit gehe ich jetzt einfach hier über mein bewegliches Lid und ihr seht sofort, das Ganze poppt dann noch etwas intensiver und ist ein krasses Blau. Wundervolle Farbe. Also ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht, dass sie mir so gut gefällt. Ich nehme jetzt noch so einen ganz kleinen Pinsel, gehe nochmal in das Helle hier und setze mir das an mein Inner Corner. Boom. Okay. Schön, klasse, toll, kann man nicht zu sagen. Ich habe jetzt ein Lippenprodukt, Freunde. Das ist auch das letzte Produkt, glaube ich. Ich glaube, es passt nicht zu dem Look. Wir tragen es jetzt trotzdem auf. Das ist die Farbe Unleash Me. Das ist eher so ein Gloss. Aber wobei, doch, ist schon entspannt. Passt jetzt nicht so gut dazu. Ich wäre eher nude gegangen. Fühlt sich gut an. Braucht man es. Man isst halt das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Deswegen weiß ich da jetzt nicht so genau. Aber fühlt sich sehr schön auf den Lippen an. Sehr, sehr gleichmäßig. Auch ein sehr, sehr erwachsenes Lippenprodukt. Das ist nicht so Boom Neon Liquid Lipstick Kylie Jenner. Das ist
So ein zarter Glow auf den Lippen, ein bisschen weicher, ein bisschen zarter. Ich mache mir einmal kurz Lashes draus, Mascara und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Full Face, fast Full Face, Charlotte Tilbury. Also, ich glaube, ihr habt schon gut im Video mitbekommen, wo ich hintendiere und wo eher weniger hin. Base-Produkte, go. Wundervolle Qualität, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Vor allen Dingen von diesem Produkt hier und der Cream und dem Puder. Bei der Foundation, Foundation ist immer so ein bisschen schwierig. Hollywood Flawless Filter, absoluter Favorit. Auch das Lippenprodukt hat sich gut angefühlt. Ich habe jetzt einen anderen Gloss drauf gemacht, weil das sah mir ein bisschen zu wild aus. Lidschattenpalette, muss nicht sein. Ist gut, aber das kann ich euch nicht empfehlen. Genauso wie diese Palette, die ist gut. Ihr braucht es nicht. Ihr braucht es wirklich nicht. Ansonsten setze ich euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Ich bin gespannt, welche Produkte ihr von Charlotte Tilbury schon habt, welche ihr vielleicht noch haben wollt. Vielleicht mache ich auch noch mal eine Runde 2, je nachdem, wie ihr das Video findet. Und ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart und wir sehen uns. Passt auf euch auf!